Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, 17. Dezember. Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, Sie haben den gestrigen Fed-Event gut überstanden. Es ging ja kurzzeitig nur wild hin und her. Grundsätzlich wurden die Erwartungen ja erfüllt in Sachen Leitzinsanhebung. Und das ist doch schon ein Stück weit historisch, was wir da gestern gesehen haben. Sie werden das newstechnisch schon auf breiter Front recherchiert haben. Deswegen will ich gar nicht so viel darauf eingehen. Aber die Leitzinsanhebung auf eben 0,5% ist schon mal, oder 0,25 bis 0,5% ist schon mal eine Ansage. Und wie es denn aussieht, wird es im Jahr 2016 auch weitergehen. Natürlich abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und den weiteren Gegebenheiten im US-Raum. Das, wie gesagt, werden wir ohnehin weiter beleuchten hier beim JFD-Devisenradar, beziehungsweise natürlich auch im kommenden Jahr konkreter. Heute soll es aber fern der Fed mal um zwei andere Währungspaare gehen. Einmal Australdollar, Schweizer Franken, den wir hier als saisonale Chance vorgestellt hatten. Und man muss zugeben, das war hier relativ punktuell, die ganze Geschichte. Es kam dazu, dass hier mit dem Schlusskurs vom 1.12. eine saisonale Schwächephase präferiert wurde. Das Ganze, wie gesagt, ließ sich auch nachlesen, nämlich hier mit der Meldung vom 1.12. eben auch. Das Gleiche wurde auch im Stream gepostet. Da ging es eben darum, dass wir hier historisch gesehen eine Trefferquote von 80% hatten. 20 Erscheinungen, 16 Mal einen Treffer, 4 Mal einen Verlierer. Jetzt haben wir 21 Trades, 17 Mal einen Gewinner. Und das Ganze hat sich hier im Prinzip weiter nach oben fortgesetzt. Saisonell eine absolute Granate, dieser Verlauf. Und dem wollen wir uns auch im kommenden Jahr noch ein Stück weit vermehrt zuwenden. Sie dürfen sich also im Jahr 2016 auf eine höhere Frequenz in Sachen Seasonal Trades einstellen. Natürlich sind das keine Blaupausen und natürlich wird es auch hier Verlusttrades geben. Es hätte hier genauso auch der fünfte Verlierer werden können, aber saisonal, die saisonale Schablone hat hier einfach mal wieder einen draufgesetzt und das sehen wir hier sehr schön in der Entwicklung. Wie gesagt, mit dem Close vom 1.12. war im Prinzip eine tendenzielle Abwärtschance vom im Schnitt 180 Pips denkbar. Diese wurden schon relativ schnell, unmittelbar 2 Tage später, letztlich abgearbeitet. Letztlich hätte man den Trade auch durchhalten können bis zum Close-Datum. Das war der 14.12. Und hätte man hier sozusagen noch ein gutes Stück Performance weiter rausschneiden können. Vom Entry ausgehend gab es dann hier sozusagen 375 Pips abzucatchen. Wie gesagt, ganz interessant, auf jeden Fall ein sehr schöner Seasonal Trade, der im Prinzip auch vollends aufging. Passiert nicht immer, das muss man wissen, wie überall beim Trading. Es gibt hier keine Garantien, aber wenn eben die Charttechnik bzw. vielmehr die saisonale Statistik hier auf interessante Chancen hinweist, dann ist das immer eine Indikation, um zu sagen, hey, vielleicht gibt es hier mal auch eine Chance. Der Punkt war, das Momentum war noch positiv, allerdings mit einer leichten Divergenz. Ja, das hat hier schon ein Stück weit zur Vorsicht aufgerufen. Und dann mit der schwachen Kerze hier vom 2.12. hätte spekulativ der Entry erfolgen können. Insbesondere dann, als das Momentum auch negativ abkippte, obgleich dann hier natürlich schon die Hauptstrecke der theoretischen Abwärtsbewegung vollzogen wurde. Also einige Fragen bzw. Unklarheiten bei dem Trade sind sozusagen sicherlich entstanden, weil man sich hier gnadenlos gegen diesen Aufwärtstrend ja gestellt hat im Sinne der Saisonalität. Trotzdem der Zeitpunkt, und darauf will ich hinaus, war nahezu punktuell das Richtige. Man sieht die saisonale Schablone halt hier wirklich sehr, sehr gut gewirkt. Grundsätzlich, wie gesagt, werden wir das im nächsten Jahr noch ein Stück weit präferieren. Die Chancen hier, dass das Währungspaar hätte auch weiter bis 0,7673 steigen können, waren gegeben aufgrund des positiven Momentums. Aber wie gesagt, es schwächte sich ja dann zusehends ab. Australdollar, Schweizer Franken, jetzt aktuell erstmal kein Thema mehr mit diesem Ausverkauf. Und jetzt zum Jahreswechsel hin ja so ein Stück weit eine Pattsituation. Also insofern hier einfach nur mal der Rückblick zu dieser Geschichte vom eben dem vierten, halt, was sage ich, dem 1.12. Wie gesagt, hier schön dargestellt. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt, und zwar hier vielleicht ein Stück weit spannender. Da kommt nämlich heute hier noch ein Zinsentscheid, und zwar hier der norwegischen Krone entgegen. Und da gibt es natürlich, Sie wissen Bescheid, Norwegen, hier mal kurz der Euro gegenüber dem norwegischen Krone im Monatschartintervall, also Big Picture. Über Picture sehen wir hier, dass auch der Euro sichtlich unter Druck geraten ist. Dann aber ja jetzt hier ähnlich vielen Yen-Pairs im Jahr 2012, 2013 hier eine schöne Umkehrbewegung startete und der Preis seither hier nach oben läuft. Die Ölpreisschwäche ist natürlich für Norwegen ganz, ganz elementar. Hier brechen natürlich Einnahmen weg wie noch und nöcher.
Und die Notenbank in Norwegen senkte den Leitzins zuletzt hier Moment, jetzt muss ich schauen, genau im September um 0,25 Basispunkte. Und das war schon mal ein Schritt in die Richtung nach dem Motto, jetzt wird es hier ziemlich spannend und auch prekär langsam für Norwegen. Tatsache ist, wir haben heute hier am 17.12. um 10:30 Uhr wieder einen Zinstermin und die Spekulationen ranken sich dahingehend, dass die norwegische Notenbank hier also auch nochmal intervenieren wird im Sinne einer Leitzinssenkung. Ja, der Euro natürlich hier auf tiefem Niveau, die norwegische Krone entsprechend auch, aber hier ist im Prinzip noch Luft, insofern, dass hier die norwegische Krone weiter abgeschwächt wird. Es ist hier eigentlich mit weiteren Kursschwankungen zu rechnen, also davon sollte man mal ausgehen. Die aktuelle Monatskerze, wie gesagt, huldigt hier schon entsprechendes. Soll heißen, wenn es hier zu einer Leitzinssenkung kommt in Norwegen, dann ist es gut möglich, dass der Euro hier nochmal ein Stück weiter aufwertet gegenüber der norwegischen Krone und sogar das Hoch hier aus dem Jahr 2008 überwindet. Die Frage ist dann eben noch einmal, wie das jetzt hier weitergehen wird. Der Euro halt hier jetzt generell im Vorteil übergeordnet, aber, und das haben wir auch gegen den US-Dollar gesagt, kann es hier kurzfristig nochmal zur Schwäche kommen. Gestern auch ein Harmony-Pattern ja hier entwickelt beim Euro gegenüber dem US-Dollar auf Monatsbasis. Das wird also noch spannend, aber kurzfristig sieht das jetzt hier mal so aus, als würde der Euro gegenüber der norwegischen Krone nochmal einen Aufwertungsprozess vollziehen können. Hier das Hoch vom Dezember letzten Jahres, Schrägstrich hier das 2008er Hoch, knapp um die Marke von 10 ansteuern. Das kann hier durchaus passieren. Hier kann es auf jeden Fall sehr, sehr volatil werden. Aber trotz natürlich möglicher Inflationsrisiken, die mit Leitzinssenkungen einhergehen, ist die Ölpreiskorrektur hier das gnadenlose Damoklesschwert, was hier über dem Euro gegenüber der norwegischen Krone schwebt. Und insofern eine Leitzinssenkung heute hier durchaus möglich, die dann, und da gehen wir mal kurz in den Tagesschart auch, da sehen wir auch die norwegische Krone hier im Rainbow Charm, hier durchaus zu weiteren Hochs führen könnte. Und hier haben wir nochmal das Hoch vom Dezember des letzten Jahres. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass es hierhin laufen könnte. Grundsätzlich haben wir hier auch einen starken Aufwärtstrend mit dieser Linie. Grundsätzlich haben wir hier einen positiven Rainbow. Das heißt, wenn es selbst Rücksätze geben würde, hat man jetzt hier im kurzfristigen Bereich genau hier ein starkes Support-Level. Also Preise um 9, 12, 9, 13 wären im Prinzip hier Einstiegschancen, um an einer weiteren Aufwertung, die sich hier am Horizont abzeichnet, teilzunehmen. Das muss man ganz, ganz klar sehen. Hier sieht es oder es spricht viel dafür, dass es hier eine weitere Euro-Aufwertung gegenüber der norwegischen Krone gibt. Wann der Zyklus dann mal endet, muss sich dann letztlich zeigen. Spätestens wenn die Ölpreise wieder anziehen, meine lieben Zuschauer, denke ich dann, dass sich hier das ganz große Bild nochmal in den Monatschart hier sicherlich wandeln könnte und dann würde sich sicherlich hier eine andere Bewegung erschließen. Aber das würde wohl erst passieren, wenn der Ölpreis wieder anzieht, die 40, 45, 50-Dollar-Marke zurückerobert. Und wenn es denn so kommt, dann halten Sie dieses Währungspaar im Auge. Dann ist davon auszugehen, dass der Euro hier durchaus eine Schwäche erfahren könnte. Danach sieht es aber kurzfristig nicht aus. Heute aufgepasst, Zinsentscheidungen in Norwegen, wenn die den Leitzins nochmal senken. Und das kann, wie gesagt, durchaus passieren. Um 0,5 Basispunkte möglicherweise, wie auch immer. Letztlich geht es sicherlich gen Süden und da wird es spannend und das dürfte hier für Auftrieb beim Euro gegenüber der norwegischen Krone führen. Also insofern wären wir heute schon durch, mal mit der Beschau von zwei Währungspaaren. Morgen zum Wochenabschluss dann noch wieder mal das ein oder andere Major Pair. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, schauen Sie nochmal im Stream vorbei. Und ansonsten bis morgen. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.